Einen ganz herzlichen Gruß in diese Allianzgebetswoche. Wir sind in dieser Woche dabei, unser Wort neu kennenzulernen. Auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen. Und wenn Sie gestern dabei waren, dann haben Sie Uwe Heimowski gehört, der gesagt hat, wir müssen neu lesen lernen. Das Wort neu lesen lernen mit neuen Augen. Wenn ich jetzt an heute denke, dann glaube ich, es gibt auch etwas Neues zu lernen. Aber nicht nur das Lesen, sondern vielmehr das Handeln, das Tun, das Hinschauen, worauf es am Schluss ankommt. Und wir haben heute die Geschichte vor uns vom barmherzigen Samariter. Und der eine oder andere sagt, da habe ich jetzt schon 700 Mal was drüber gehört. Ich versuche, einen Zugang zu finden, dass wir nochmal neu hingucken. Neu hingucken in das, was da steht, aber auch neu hinschauen, was das für uns bedeutet. Vielleicht für jeden ein bisschen anders. Bei dem Kapitel 10 im Lukas-Evangelium, da beginnt es nicht mit dieser Geschichte. Diese Geschichte kommt in eine andere hinein, nämlich die Aussendung der 70 Jünger. Da sind die zu zweit losgeschickt worden, kommen begeistert zurück, im besten Sinne des Wortes begeistert, und erzählen Jesus, was da alles passiert ist. Und Jesus, da heißt es, freut sich mit ihnen, sagt ihnen aber dann, die Freude soll sein, dass ihr wisst, dass eure Namen im Himmel geschrieben steht. Und trotzdem merkt er, dass ihnen Augen aufgegangen sind. Was ist das Reich Gottes? Was wirkt da? Und dann heißt es, mitten in diese Szene rein, dass Jesus den Jüngern auch sagt, selig sind die Augen, die da sehen, was ihr jetzt sehen könnt. Und dann steht ein Schriftgelehrter, ein Rechtsgelehrter, einer, der die Schrift gut kennt, auf und sagt, was muss ich denn tun, damit ich ins Reich Gottes komme? Und dann wird mehrfach in dem Text gesagt, dass es kritisch ist, wie er fragt. Ich frage uns, mit welcher Haltung fragen wir? Wie kommen wir ins Reich Gottes? Wie kommen wir in den Himmel? Was müssen wir dafür tun? Auch später bei der Frage, wer ist denn mein Nachbar, hört man raus, dass er lieber nur einen kleinen, engen Maßstab für Nachbarn, also die, die er sowieso schon kennt, raushören möchte von Jesus. Aber er fragt Jesus, was ist deine Lesart dieses Textes mit diesem ewigen Leben? Und dann geht es kurz ums Gesetz, dass Gott zu lieben ist und eben der Nächste wie sich selbst. Und Jesus sagt, ja, du hast das richtig gelesen. Und dann sagt er, und wer ist mein Nächster? Also hier diese kleine, seltsame Frage. Da steht sogar sowas wie, er will ihn versuchen. Was ist vielleicht mit unserer Selbstrechtfertigung? Vielleicht haben wir uns die ausgewählt. Vielleicht hatte er sein festes Bild von, wer ist da mein Nächster? Wer ist damit gemeint? Im Text steht da nur, dass Jesus jetzt eine Geschichte erzählt. Eben die uns allen bekannte Geschichte vom barmherzigen Samariter. Und in dem Text heißt es, ein bestimmter Mann. Die Geschichte geht gar nicht so sehr darum, wer ist mein Nächster? Das wissen Sie wahrscheinlich inzwischen alle. Sondern vielmehr, wer wurde denn in der Geschichte zum Nächsten? Und das ist meine Frage jetzt. Wer wird zum Nächsten? Möglicherweise, wie wir zum Nächsten werden. Wer wird zum Nächsten, das wissen wir ja vom Ende der Geschichte, für diesen Betrogenen, für den Nackten, für den Verwundeten, den Halbtoten, den Verlassenen. Das sind die Begriffe, die da gebraucht werden. Und die Antwort vom Rechtsgelehrten ist, nicht der Priester, nicht der andere fromme Mann, sondern der Samariter, der mit so einem seltsamen Auge beäugt wurde von den Jüngern und dem Volk, in dem Jesus lebte. Der Barmherzigkeit gezeigt hat, dessen Herz reagiert hat. Es gibt eine andere Geschichte, eine der ersten, die Jesus erlebt, und die ist die mit dem Menschen, der Lepra hatte, Aussatz.
Und er ist eine ganz kurze, es sind nur 3 Verse. Und da heißt es, und sein Herz war betroffen. Es fuhr ihm in den Darm, sagen manche sogar, heißt die Übersetzung. Aber dazu muss ich schon richtig in die Augen geguckt haben. Was heißt denn Liebe? Ich bin Vater von 4 Kindern und ich habe mir manchmal überlegt, was heißt das denn, dass meine Kinder mich lieben? Und ich habe da so ein Bild vor Augen, ich kann denen das ja nicht andressieren. Und wenn die dann irgendwann andressiert mir sagen, Papa, ich liebe dich, abends vorm Schlafen gehen oder so, naja. Aber ich erinnere mich, wo die in ihre Zimmer manchmal geschickt wurden und da sah es wie Tohu Wabohu aus und dann kontrolliere ich hinterher, was ich sie gebeten habe. Und dann kommt die erste Tochter zu mir und sagt, Papa, guck mal, und es ist tatsächlich klasse gemacht. Und ich sehe aber in ihrem Blick, jetzt will sie eine Belohnung. Und dann kommt die zweite zu mir und es ist genauso gut gemacht. Und ich sehe auch wieder in ihren Augen, das ist wie so ein Hundeblick, so gut, dass ich jetzt keine Strafe kriege. Die dritte kommt und das sind tatsächlich 2, 3 Sachen, die waren nicht perfekt. Und ich sehe aber in ihre Augen und ich sehe, Papa, ich habe das alles für dich gemacht. Was ist das, wo Gott möchte, dass wir tun und handeln und aus was für einem Herzen? Der Ausdruck, der in diesem Text gebraucht wird, von dem Lieben, den gibt es offensichtlich in der deutschen Sprache gar nicht so genau. Da steht was von einem griechischen Fall, der wird der Dativus Ethicus genannt. Ist nicht direkt übersetzbar, so habe ich das gelernt. Umschrieben heißt das, tue deinem Feind oder eben deinem Nächsten, aber eben jedem, der über den Weg läuft, etwas Gutes, etwas Liebes. Der Mann, der Samariter, der konnte keine Beziehung zu dem Mann aufbauen, als er da im Graben lag. Da war nicht so ein, wir müssen uns erstmal kennenlernen. Das war ein Unfall. Das war etwas, was einfach passiert ist. Und ich glaube, Gott bindet sich an uns. Er möchte nicht nur dieses Vater, ich liebe dich. Er möchte, dass wir die lieben, die er liebt. Und das sind eben weit mehr als die, die wir jetzt gerade mal Gefühle für empfinden. Meine Eltern haben das manchmal so beschrieben, wenn jemand ein Familienmitglied bittet, den Müll in den Keller zu bringen oder vor die Tür, dann wünscht sich Gott, dass wir das aus Liebe machen. Ja, das ist für Gott kein Problem, wo der Müll jetzt ist. Der kann ihn auch runterbringen. Aber was er nicht kann, ist die Liebe, mit der du das tust, machen. Außer in dir und durch dich. Er bindet sich an uns, was Ehre und Achtung angeht, der Menschen, denen wir begegnen. Gott ist nur im Nächsten liebbar. Wer sagt, er liebe Gott, wir kennen das später aus dem Neuen Testament, der ist ein Lügner, wenn er nicht Hand anlegt, wenn er es nicht ausdrückt. Es geht also in diesem Text, es geht dann heute an diesem Abend, wo immer Sie das jetzt sehen, hauptsächlich um den Alltag. Sie wissen, dass ich früher sehr viele Jahre für die Heilsarmee gearbeitet habe, als Sozialarbeiter, später als Offizier. Es geht nicht darum, diesen Text zu verheilsarmeien oder zu versozialarbeitern oder einen bestimmten Status quo, christlichen Status quo aufzubauen, was wir alles abhaken müssen. Wie die Pfadfinder, die sagen, eine gute Tat am Tag und dann können wir gut schlafen. Es gibt keine Wörterbuchdefinition von Gott. Deshalb antwortet Jesus auch mit einer Parabel. Christsein ist ein Lebensstil. Wir hätten gerne etwas, was wir abhaken können. Aber es ist ein Lebensstil, der geht 24/7. Wann immer du diesen Anruf bekommst, wo der Not- und Hilfeschrei ist, dann. Lieben mit all unseren physischen Fähigkeiten. Lieben mit der ganzen Person, mit unseren Fähigkeiten im Kopf, mental. Und lieben heißt,
Nachbarn in der Nähe, die sowieso schon da sind vielleicht, die uns nicht lieben. Als ich darüber nachdachte, fiel mir eine Geschichte ein. Mein Vater ging früher öfter mit uns nach Rumänien, um Hilfstransporte zu machen, um Christen zu unterstützen. Wir sind so hineingetaucht. Einmal waren wir eine kleine Gruppe und waren auf dem Heimweg von dort. Und mein Vater erzählte später, dass ein junger Mann, noch Teenager, im Auto hatte. Und kurz bevor wir wieder zu Hause waren, fragte dieser junge Mann: Können wir noch mal kurz irgendwo anhalten? Ich möchte noch einen Blumenstrauß kaufen. Mein Vater freute sich und sagte: Da wird sich deine Mom aber freuen, wenn du ihr Blumen mitbringst. Da sagte der kleine Junge: Nein, nein, die sind nicht für meine Mom. Die sind für diese andere Dame bei mir in der Gemeinde. Die bekommt von keinem Blumen. Nie. Der kleine Junge hatte diese Dame wahrgenommen. Nehmen wir die wahr, die uns nicht lieben, die andere nicht auf dem Schirm haben? Und lieben, die uns nicht lieben, die wir nicht lieben können. Ich habe eine Geschichte, wo ein Pastor, er heißt Stephen Oxford, Alford, während der amerikanischen Republik, Revolution. Und er war mit einem Mann richtig verfeindet. In Pennsylvania, Ephrata. Und dort lebte auch ein Mann, der ihn befeindet hat. Michael Whitman. Wirklich alles gedemütigt, runtergeprügelt, alles Mögliche. Irgendwann wurde dieser andere Mann wegen einer anderen Tat verhaftet und zum Tode verurteilt. Und dann ist er hingegangen, dieser Pastor, Baptistenpastor, und ging 70 Meilen Richtung Philadelphia. Und er hatte einen Bekannten, der später ja Präsident war, eben Washington, General Washington zu der Zeit. Und er sagte: Könntest du bitte den freilassen? Bitte. Und dann sagt General Washington: Ich darf das nicht. Ich kann doch nicht einfach von Freunden von mir jemanden freisetzen. Dann sagt er: Nein, das sind keine Freunde. Das ist mein schlimmster Feind. Dann sagte General Washington: Du bist jetzt 70 Meilen gelaufen, um deinen Feind aus dem Knast zu holen und von der Todesstrafe zu erretten? Ja, sagt er. Dann mache ich das. Sind nach Hause gegangen und sind sehr gute Freunde geworden. Ich wünsche uns den aufmerksamen Blick. Wer das sein könnte, wem wir Nächster werden, / vielleicht schon sind. Und es selber nicht und der andere auch natürlich dann nicht gemerkt hat. Ich wünsche uns das reagierende Herz, dieses Herz, was zuckt, Gottes Herz. Dann wünsche ich mir die Reaktion, die helfende Hand. Ich wünsche mir den willigen Fuß. Ich wünsche mir möglicherweise die geöffnete Geldbörse. Öffnen Sie Ihr Haus. Öffnen Sie Ihre Küche. Öffnen Sie Ihren Kühlschrank. Wessen Nächster bin ich? Wessen Nächster sind Sie? Bist du? Vielleicht müssen wir, ich habe hier die Weltkarte. Ich habe da eine kleine Weltkugel. Wenn wir an Mission denken, dann geht das oft so weit hinaus. Und dann öffnen wir Geldbörsen und spenden. Und das ist gut und das ist wichtig. Aber könnten wir gerade auch in dieser Zeit, in der wir wieder zurückgeworfen sind, ja, hier aus diesem Raum mache ich oft meine Homeoffice-Arbeit. Vielleicht müssten wir mal wieder heranzoomen. Kennt ihr das? Google Earth. Und dann muss man ranzoomen bis auf seine Straße. Wem können wir Nächster sein? Sind wir es? Analphabeten in unserer Umgebung, 200 Meter um uns herum. Asylbewerber, Ausländer, Alleinerziehende, Menschen, die alleine sind, alte Menschen, Alkoholkranke. Vielleicht haben Sie es gemerkt. Das waren nur die Gruppen mit A. Es gibt ein ganzes Alphabet von Menschen, die sich verkriechen, die nicht wissen, die suchen, die im Graben liegen, nackt und verzweifelt sind. Und das auf dem Weg, den du und ich jetzt schon gehen. Der Missionsbefehl heißt: Geht hin in alle Welt. Dort heißt es im Griechischen eigentlich hingehend in alle Welt, also unterwegs seiend. Auf diesem Unterwegs bitte ich Sie, die Augen neu aufzumachen. Lasst euch dort sehen. Lasst euch von den Menschen schmecken.
werde zu diesem Wort Gottes, Fleisch und Blut. In diesem Sinne dieses Wortes und dieses Jesus. Gestern hieß es neu lesen lernen. Ich fordere Sie heraus, uns heraus, neu schauen zu lernen und dann umzusetzen. Koste es, was es wolle. Einen gesegneten Rest dieses Tages und der Allianz-Gebetswoche. Macht es gut. Thank you.